Der SSS macht Sinn, wenn du dich im Bereich von 30 Seemeilen von der Küste bewegst, andere Segler und Wassersportler ausbilden willst oder dich gewerblich in dieser Branche etablieren möchtest, wie beispielsweise Yachtüberführungen oder Ausflüge mit Passagieren. Der SSS-Schein ist für Könner gedacht. Er ist deutlich anspruchsvoller als der SKS. Dafür benötigst du 1000 Seemeilen insgesamt bzw. 700 Seemeilen nach dem SKS. Für SSS benötigst du je nach deiner individuellen Situation 3 bis 5 Monate. Der SKS, SSS und SHS sind ja eigentlich Segelscheine. Man kann sie aber auch nur unter Motor erwerben. Die theoretische Prüfung ist dabei immer dieselbe. Hier ändert sich absolut nichts. Nur die praktische Prüfung wird anders.